Nach der kräftezehrenden Woche mit Europa League und dem gestrigen Spiel gegen Leipzig hat heute nur ein Teil der Schalker Mannschaft trainiert. Morgen ist dann frei. Öffentlich geht es am Mittwochnachmittag wieder auf den Rasen, ehe dann am Freitagabend zum Spiel nach Leverkusen gereist wird. Wer selbst trainieren will wie die Profis, kann sich jetzt im Fanshop günstig mit dem entsprechenden Outfit eindecken. Kein gutes Wochenende für die knappen Schmiede. Die U23 ist nach einem 1:1 Unentschieden gegen Rödinghausen wieder auf einen Abstiegsrang gerutscht. Sandro Plechati hatte die Königsblauen in Führung gebracht. Trotz weiterer guter Chancen gelang es der abstiegsbedrohten Zweiten aber nicht, die Führung auszubauen, sodass am Ende Lars Hutten noch für den Ausgleich sorgte. Auch die U19 patzte. Sie verlor nicht nur gegen RWE, sondern rutschte damit auch noch vom Qualifikationsplatz für die deutsche Meisterschaft. Die U17 festigte dagegen Platz 1 in der B-Jugend-Bundesliga durch den Sieg über Homburg.